Auftaktsieg verpasst. Der TC 1899 Blau-Weiß muss zum Auftakt der neuen Saison in der zweiten Bundesliga Nord eine 3:6 Heimniederlage gegen den HTC Blau-Weiß Krefeld hinnehmen. Natürlich war es schön, dass wir den ersten Spieltag bei uns zu Hause eröffnen konnten. Und lief leider nicht so ganz so gut für uns. Die Einzel waren aber eng, hatten 4 Matcher-Breaks und konnten keinen für uns entscheiden. Das war natürlich schade, aber trotzdem haben wir gekämpft und Berlin gegen Krefeld, Aufsteiger gegen Absteiger. Natürlich ist das keine leichte Aufgabe. Krefeld will zurück in die erste Bundesliga und untermauert auch prompt seine Aufstiegsambition. Doch die Berliner haben Kampfgeist. Peter Nusa wehrt gegen den Italiener Stefano Travaglia 4 Matchbälle ab, bevor er sich dann doch nach hartem Fight mit 1:6 und 5:7 geschlagen geben muss. Und auch sonst gleicht der Spieltag einem ständigen Auf und Ab. Nach 2:6 im ersten Satz schafft es Neuzugang Lamin Lorenzo da Silva, den zweiten Satz im Tiebreak für sich zu entscheiden, zieht dann aber im anschließenden Match-Tiebreak den kürzeren. Da musste ich mich erstmal reinfädeln, wie ich jetzt überhaupt in das Match reingehe. Dann habe ich am Ende einen Schlüssel gefunden und dafür hat es dann am Ende leider nicht mehr gereicht. Ein Muster, das sich durch den Spieltag zieht. Auch Philipp Pavlenko, Patrick Riekel und Alex Rybakov schaffen es, je einen Satz zu gewinnen. Insgesamt 4-mal geht es dann in den Match-Tiebreak. 4-mal heißt der Sieger Blau-Weiß Krefeld. Der einzige Berliner, der sein Einzelmatch für sich entscheiden kann, ist Jonas Hartenstein. Er schlägt Tom Schönberg glatt in 2 Sätzen mit 6:3 und 6:1. Ja, ich würde sagen, ich habe einfach von Anfang an sehr aktiv, aggressiv gespielt, den Gegner zu Fehlern gezwungen und bin mental ziemlich ruhig geblieben und ausgeglichen. Und ja, am Ende hat es dann zum Glück gereicht. Damit steht es nach den Einzeln 5:1 für die Krefelder. Eine Vorentscheidung für den Spieltag. Und auch wenn es in den anschließenden Doppel eigentlich nur noch um Ergebniskosmetik geht, gibt es dann doch noch ein versöhnliches Ende. Denn im 5. Anlauf klappt es dann doch. Peter Nusa und Patrick Riekel gewinnen ihr Doppel gegen Stefano Travaglia und Federico Gallo im Match-Tiebreak mit 6:2, 6:7 und 10:5. 3:6 damit der Endstand in Grunewald. Hier noch einmal der Überblick über alle Partien. Und trotz des Fehlstarts in die Saison und der 4 verlorenen Match-Tiebreaks lässt man sich beim TC Blau-Weiß nicht entmutigen. Das ist natürlich tough luck, aber ich würde sagen, es ist ja sehr positiv erstmal, dass wir sehen können, dass wir gegen eine Mannschaft wie Krefeld, die ja nach oben wollen in die erste Liga, dass wir gegen die auch mit denen mithalten können. Bereits an diesem Freitag geht es weiter in der zweiten Bundesliga. Dann treffen die Herren von René Heidbrink im Hauptstadtderby auf den LTC Rot-Weiß. Das Derby ist natürlich immer was Besonderes. Und da sind wir auf jeden Fall schon sehr heiß drauf. Los geht's um 13 Uhr auf der Anlage des Lawn Tennis Turnierclubs Rot-Weiß im Gottfried von Krambeck. Erwartet werden 9 packende Duelle und dann gibt es vielleicht auch den ersten Spieltagssieg für den TC 1899 Blau-Weiß.